Traditionsgemäß gibt der VfL Essingen seinen Jahresabschlussabend des vergangenen Jahres erst Anfang des neuen Jahres nach dem Neujahrsempfang der Gemeinde. Nach einer kurzen Ansprache des Vereinsvorsitzenden Norbert Ulmer sowie einer Ehrung der Jugendmannschaften starteten Entertainer Dieter Thomas Heck alias Stefan Ganz und im Background in der Technik DJ Mo mit dem Abendprogramm 40 Jahre ZDF Hitparade. Liebe Gäste, ich möchte Sie im Namen des VfL Essingen recht herzlich zu unserem traditionellen Jahresabschlussabend hier in der Dahlberghalle, in der sehr angenehm geheizten Dahlberghalle begrüßen. Ich möchte ganz herzlich auch traditionsgemäß begrüßen unseren Bürgermeister, natürlich mit Gattin, alle politischen Mandatsträger, alle Kolleginnen, Kollegen, Vereinsvorstände und alle, die hier und heute es nicht gescheut haben, uns zu besuchen bei zugegebenermaßen widrigen Verkehrsverhältnissen und Straßenverhältnissen. Auch dafür unseren recht herzlichen Dank. Wir sind unwahrscheinlich angenehm überrascht über die Resonanz und den Besuch. Danke. Ich spiele dann mal die Jugendspieler auf die Bühne. Thank you.
eigenen Kosten und Mühen gescheuen. Die Wildecker Herzbube mit Ranzilein. Versammelt unser Betreuer der Jugendmannschaften, vorhin angesprochen, und die beiden Trainer unserer Meistermannschaft. Es ist eigentlich in der rückliegenden Runde unwahrscheinlich viel Gutes und Positives für unseren Verein passiert. Es ist dass zwei aktive Mannschaften zu Meisterehren kommen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich möchte die beiden auch nicht besonders hervorheben, aber was die zwei für unseren Verein nicht nur in Sachen Trainertätigkeit, sondern auch drumherum machen, immer noch machen, ist unwahrscheinlich viel Engagement dabei, Herzblut dabei und in vielen eigentlich auch privaten Unterhaltungen wirklich dieses Wir-Denken und das Ist-Denken für den Verein VfL-Essingen. Das ist also bei den beiden und bei euch alle natürlich auch ganz, ganz groß geschrieben. Ihr seid verantwortlich für unseren Nachwuchs.